Ich darf Ihnen das Daten- und Dienstangebot des LGL vorstellen, heißt vielleicht auch Eulen nach Athen tragen, weil Sie ja als unser Kunde ja Nutzer von unseren Produkten und den Daten sind, aber nimmt es als Angebot, als Überblick des Angebots des LGL. Ich werde meinen Vortrag in vier Teile gliedern. Ich gehe kurz auf den rechtlichen Rahmen ein. Herr Höhner sagt, die Geobasisdaten sind quasi ja die Grundlage für die GDI. Wir werden dann eben das Daten- und Dienstangebot vorstellen, werden was sagen über Vertriebswege, Vereinbarungen und am Schluss noch was sagen zum Thema Open Data. Gut, steigen wir ein in den rechtlichen Rahmen. Wir haben natürlich Gesetze, die für uns gelten, auch Verordnungen und Gebührenverzeichnisse oder Nutzungsrechtsvorschriften. Im Einzelnen ist so, dass ja im § 1 Vermessungsgesetz Baden-Württemberg ist eben geregelt, dass das Vorhalten, Bereitstellen und Übermitteln von Basisinformationen, von Geobasisinformationen eine hoheitliche Aufgabe ist und die Geobasisinformationen und Geobasisdaten eben der Landesvermessung und des Liegenschaftsclusters, die sind eben die Grundlage für die raumbezogenen Fachinformationssysteme anderer Stellen im Land. Im § 8 wird mal geregelt, dass eben das LGL als obere Landesbehörde zuständig ist für das zentrale Vorhalten dieser Geobasisdaten. Interessant ist es auch dieses, der § 5 im Landesgeodatenzugangsgesetz, der regelt eben, dass die Geobasisdaten die fachneutralen Kernkomponenten der GDI sind und dass alle geodatenhaltenden Stellen, also auch die Kommunen, ihre Geodaten auf der Grundlage der Geobasisdaten zu erfassen und zu führen haben. Auch wenn es eigentlich die Vorgabe ist, dass die Fachdaten auf der Grundlage von Geobasisdaten erzeugt werden sollen, kosten die Geobasisdaten trotzdem Geld und das regelt halt entsprechend die Gebührenverordnung oder die Nutzungsrechtsvorschrift, aber auch Preislisten des LGL. Was weit als rechtlicher Einstieg, kommen wir auf das Datendienstangebot zu sprechen, dass Sie Geobasisdaten nutzen, ist hoffentlich nicht nur der Grund deswegen, weil es eine gesetzliche Vorgabe ist, sondern weil auch die Geobasisdaten natürlich gewisse Qualität haben. Und wir haben auch einen gewissen Qualitätsanspruch an die Daten, die wir erzeugen. Es ist zum einen klar, liegen unsere Geobasisdaten grundsätzlich immer flächendeckend landesweit vor, ich kann sagen, aber leider auch landesbegrenzt vor. Unsere Zuständigkeit endet an der Landesgrenze. Aber in diesem Rahmen sind unsere Daten auf jeden Fall vollständig, zuverlässig, verfügbar. Ich denke mal, wir sind auch relativ aktuell. Die amtlichen Geobasisdaten sind genau. Sie sind kontinuierlich verfügbar, fast rund um die Uhr verfügbar, sie sind konsistent und sind halt rechtssicher. Und wir, klar, wir haben auch die Vorgabe oder auch das Anliegen, dass unsere Geobasisdatendienste, dass die entsprechenden Normen und Standards genügen. Schauen wir kurz rein in das Datenangebot. Sie kennen es ja, wie gesagt, nur mal ganz als im Schnelldurchlauf, ALKIS, früher mal ALK, ALB, so weiter auch. Bekannt, aber jetzt ALKIS, eben die integrierte objektstrukturelle Führung der Geometrie und Sachdaten des Liegenschaftskatasters. Wir werden auch nachher dann im Vortrag von Herrn Jona, aber auch im Vortrag von Herrn Schulze, diese Anwendungen sehen, deswegen an dieser Stelle mal nicht. Aber noch ein paar Anmerkungen zu den ALKIS-Daten. Also wir geben diese ALKIS-Daten im Format NASS ab, das ist ja ein neues Format, diese normbasierte Austauschschnittstelle im Rahmen der ALKIS-Einführung. Es zeigt sich halt, dass sich dieses NASS, wenn man sich die Abrufzahlen anguckt, durchgesetzt hat auf dem Markt. Ganz interessant. Wir geben natürlich verschiedene Produkte aus ALKIS ab, die klassischen amtlichen Nachweise, wie jetzt den Bestandsnachweis oder die Liegenschaftskarte, aber wir produzieren auch Produkte aus dem Liegenschaftskataster plus anderen Fremddaten, erzeugen da zum Beispiel Hauskoordinaten, also georeferenzierte Adressen. Jede Adresse im Land hat eine Koordinate, die in der Grundlage ist, eben zum Beispiel im Geoportal für die Adresssuche. Wir erzeugen auch aus den ALKIS-Daten auch die, ziehen wir auch Hausumringe raus. Das ist nicht objektstrukturierte Gebäude des ALKIS, sondern sind einfache Shape-Daten, die wir hier erzeugen. Im Bereich ATKIS, wie ich mal einsteige, mit dem sogenannten Premium-Produkt, das digitale Geländemodell, das sich auf die Erdoberfläche bezieht, 35 Milliarden Bodenpunkte, also 1 Meter Gitter DGM, das wir bisher punktuell fortgeführt haben und seit 2 Jahren
führen wir das im großen Stil fort. Also wir befliegen derzeit ein Sechstel der Landesfläche in Kooperation mit Umweltverwaltung durch Laserscan und leiten an dieser Stelle halt dann das DGM neu ab mit einer sehr hohen Genauigkeit im Dezimeterbereich in der Höhe. Die Laserscan-Daten sind auch verfügbar und wir werden auch das digitale Oberflächenmodell, das es derzeit gibt, DOM 5, werden wir über kurz lang ersetzen durch ein DOM 1. Das heißt, wir haben dann künftig ein DGM 1 und ein DOM 1 jeweils landesweit verfügbar. Ein weiteres Premium-Produkt, das sind die Luftbilddaten oder die digitalen Ortofotos. Wir befliegen ja das Land, Teil des Landes zweimal. Wir befliegen ca. ein Zehntel des Landes jedes Jahr mit 10 cm zum unbelaubten Zustand und wir fliegen jedes Jahr ein Drittel des Landes im belaubten Zustand und erzeugen daraus halt dann klar, insbesondere die digitalen Ortofotos, die auch in der Grundlage sind, für viele Portalanwendungen im Land. Gut, das digitale Landschaftsmodell, das sind Vektordaten. Hier digitalisieren wir ja die Topografie aus Ortofotos oder aus anderen Quellen. Das ist sogenannte Basis-DLM, also digitale Landschaftsmodell, ist inzwischen auch angereichert durch Touristikdaten, zum Beispiel Wanderwege, Radwege oder Points of Interest. Die klassischen digitalen topografischen Karten, das sind da unsere Dauerbrenner seit vielen Jahrzehnten. Natürlich in Rasterform liegen die vor. Der Herr Herrmann hält einen Vortrag gerade im Nachbarforum, wo es um eine Vektor-DDK geht. Ist vielleicht die Zukunft. Die Rasterdaten sind doch relativ stark von ihrer Präsentationsmöglichkeit her. Aber die gibt es natürlich landesweit flächendeckend. Auch zur Anmerkung mal vorab, gibt es auch historisch. Also wir haben inzwischen sämtliche historische topografische Karten eingescannt von 1899 bis heute halt in verschiedenen Zeitstufen. Das relativ neueste Modell oder das neueste Produkt, das sind die 3D-Gebäudemodelldaten. Also wir haben aus der Grundlage der Gebäude- und Hausumringe aus ALKIS und der Laserscan-Daten haben wir jetzt landesweit ein 3D-Gebäudemodell in der Detailstufe LOD 2. Das ist also quasi ein Schlitzmodell mit Standarddachformen. LOD 3 mit Strukturinformationen haben wir nicht, ist auch nicht unsere Aufgabe, landesweit zu führen. Neben ALKIS und ALKIS müssen wir auch über AFIS reden, der geodätische Raumbezug, den wir als Vermessungsverwaltung liefern, die geodätischen Grundfestpunkte, Höhenfestpunkte, Schwerefestpunkte und natürlich auch SAPOS, den wir diesen Positionierungsdienst, den wir hier als Dienstleistung anbieten. Ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen im Forum 3 waren, da ging es ja um das Thema AFIS und SAPOS. Gut, sonstige Daten haben wir auch, objektstrukturierte Vektordaten, ich habe vorhin schon erwähnt, wir haben von historischen Karten haben wir, Rasterdaten, die deutsche Grundkarte, die man nicht totkriegt und auch andere kleinmaßstäbigen Karten, die wir anbieten, teilweise als Open Data. Bei den Diensten ist es so, dass wir zu allen Daten, die ich Ihnen vorgestellt habe, Darstellungsdienste anbieten können, entweder als Webservice, WMS oder auch als Kacheldienst. Daneben haben wir auch produktiv einen Geokodierungsdienst, das sind die Dienste, die wir im Augenblick von der Stange quasi Ihnen anbieten können. Insbesondere natürlich die ICIS-Dienste, die wir hier anbieten, und auch die digitalen Orderfotos und die DDKs. Alle Dienste, das ganze Dienstangebot finden Sie auf unserer Homepage immer aktuell. Also wir versuchen immer, dass wir die Dienste, die wir im Vertrieb freigeben, für den Vertrieb, dass wir die auf unserer Homepage präsentieren, mit Beispieldaten und auch mit einer Produktbeschreibung, das Sie da rechts sehen. Aber auch die Darstellungsdienste kosten Geld. Ein paar Worte noch zum Thema Überführung der Geobasisdaten und Dienste nach ETAS 89 UTM. Ich will mal die Umstellungszeitpunkte nochmal bekannt geben. Also wir werden die ATKIS-Daten zum 01.01.2018 umstellen. Das heißt, nach dem 01.01.2018 erhalten Sie die ATKIS-Daten ausschließlich in ETAS 89 UTM. Und ALKIS werden wir umstellen zum 01.02.2018. Was auch immer wieder hochkommt, ist, wie wir eigentlich diese ETAS 89 Daten bereitstellen. Also grundsätzlich kann man sagen, wir werden diese Koordinaten ohne diese Zonenkennung bereitstellen. Das ist, ich weiß nicht, ob jeder jetzt Hintergrundinfos hat, aber diejenigen, die da Fragen haben, die kriegen mal eine Info. Also wir werden grundsätzlich unsere Geobasisdaten ohne Zonenkennung bereitstellen als Standard. Ausnahme sind die ANV-Produkte, die Hausumringe und die Hauskoordinaten, die eben diese Zonenkennung beim Istwert dabei haben. Gut,
zur Abrundung nur, ist kein Gelee-Thema, aber es gibt natürlich weiterhin gedruckte Karten, zumindest mal bei uns in Bad Württemberg, neben den druckerischen Karten auch die Freizeitkarten. Und wir haben auch historische Luftbilder. Das RGL hat ja ca. 400.000 historische Luftbilder seit dem Zweiten Weltkrieg bis 2008. Da, auch daraus geben wir natürlich auch analoge und digitale Kopien ab. Zweimal als Ritt durch das Daten- und Dienstangebot noch ein paar Worte zum Thema Vertriebswege und Vereinbarungen. Wie kommen unsere Kunden zu den Geobasisdaten? Klar, anrufen hilft oder auch die E-Mail schreiben hilft. Also wir geben weiterhin auf Antrag geben wir Daten ab. Daneben stellen wir, haben wir zwei Online-Vertriebstheken. Wir haben einen Alkis-Shop, mit dem die Nutzer Alkis-Daten abrufen können. Wir haben einen LGL-Shop für die Bereitstellung von Alkis-Daten und von den Handelswaren. Ist auch eine Baustelle, weil die Anwendung veraltet ist. Da sind wir aber dran. Daneben stellen wir ein Stammkundenprogramm bereit. Das ist eigentlich eine sehr interessante Anwendung. Das ist ein FTP-Dienst, wo man kundenspezifisch direkt aus der Rasterdatenhaltung speziell aufbereitete Datenpaketchen auch in die Anwendung des Kunden rüberschieben kann. Also zum Beispiel haben wir eine Anforderung der Polizei, die hier 256 bei 256 Pixel große Kacheln haben wollen im OSM-Format. Also das ist schon, auch das geht sowas halt. Das heißt, wir können schon sehr kundenspezifisch arbeiten, können aber nur natürlich für Stammkunden, die meistens die bei uns einen Vertrag haben. Da gibt es zwei, da gibt es mehrere Verträge, die wir hier abgeschlossen haben. Einige von Ihnen sind ja diesen entsprechenden Vereinbarungen beigetreten. Wir haben eine Generalvereinbarung mit den Ressorts und dem Landkreistag. Wir haben Rahmenvereinbarungen mit dem Städtag, dem Gemeindetag, aber auch zum Beispiel mit dem Verband für Energie und Wasserwirtschaft, mit dem Verband der kommunalen Unternehmen. Auch hier stellen wir den Kunden oder den Beigetretenen unsere Geobasisdaten einmal oder viermal im Jahr bereit und entsprechend fallen auch dann entsprechende pauschalisierte Entgelte an. Interessant ist auch vielleicht die Information, es gibt zentrale Vertriebsstellen, viele Kunden arbeiten ja länderübergreifend oder gar bundesweit und da gibt es drei zentrale Vertriebsstellen, wo die Daten der Länder gesammelt, harmonisiert und bereitgestellt werden. Es gibt eine zentrale Stelle SAPOS in Hannover, es gibt eine zentrale Stelle Hauskoordinaten, Hausumringe und 3D-Gebäudemodelle, die in Köln sitzt, ab 1.1. in München. Und wir haben die zentrale Stelle Geotopographie, die eben diese Alkis-Daten an Kunden abgibt, die eben halt bundesweit agieren, darunter sehr namhafte, sämtliche Navigationsdatenhersteller, die Firma Google nutzt amtliche Daten, auch die Firma Apple nutzt amtliche Daten, wissen vielleicht viele nicht, aber an amtlichen Daten führt, wie eingangs in den Qualitätsmerkmalen erwähnt, kein Weg dran vorbei. Gut, noch ein paar Worte zu Open Data. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen Sie jetzt haben, wenn ich das Thema Open Data aufrufe. Sie wissen ja vielleicht, dass in Nordrhein-Westfalen und in Thüringen seit 1.1. sämtliche Geobasisdaten Open Data sind. Also sämtliche mit Ausnahmen der Eigentümerdaten. Soweit sind wir bei uns im Land nicht. Das Open Data-Angebot, das wir als RGL in Abstimmung mit dem Ministerium bereitgestellt haben, finden Sie auf unserer Homepage. Wir haben diesen Dienst, diesen Webmap. Diesen WMS-Web-VBW haben wir als Open Data, das ist ein Kartendienst, ein maßstabsabhängiger Kartendienst, den wir hier bereitstellen, auch verschiedene Informationen, Verwaltungsgrenzen oder Flurverwaltungsgrenzen. Wir stellen Rasterdaten von kleinmaßstäbigen Karten Open Data bereit. Also Open Data heißt Nutzung für sämtliche kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke. Wir bieten Verwaltungsgrenzen als ATKIS kostenlos bereit bis zur Gemeindegrenze, Schlüsselkataloge von sämtlichen Straßendaten, die es gibt, Gemeinde- und Gemeindeverzeichnis. Und wir stellen auch die Hardcopy aus dem Geoportal, stellen wir auch quasi als Open Data bereit, soweit die Geobasisdaten RGL angeht. Diese Informationen finden Sie auch auf der Homepage des RGL, also gehen Sie mal auf die Homepage des, wo Sie immer das ja wissen, Stöbert. Gut, ich wollte Ihnen in den letzten 10 Minuten und 12 Minuten kurz den rechtlichen Rahmen nochmal vorstellen. Ich habe Ihnen das Datendienstangebot vorgestellt und den Qualitätsanspruch an unsere Geobasisdaten. Ich habe Ihnen berichtet über den Vertriebsweg oder die Bezugsmöglichkeiten von Geobasisdaten und mir kurz auf das Open Data Angebot eingegangen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.